Da freue ich mich aber. Zum Glück haben wir gleich einen Doktor. Der kann mir die Leute wieder retten. Wir holen mal kurz einen ausländischen Gesandten, der in der Oberschule arbeitet und mir die Leute ausbildet. Gleich brennt hier alles. Aber das kann ich nicht verhindern. Da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Wir brauchen erstmal eine Hochschule. Das heißt, wir warten wieder auf Geld. Ja, ich habe in der Vulkanlehrstunde aufgepasst. Jetzt ist der Zeitpunkt für Panik. Juhu! Muss ich eben ein paar Häuser löschen, ist doch nicht schlimm. So viele haben wir ja nicht. Nein, ich baue jetzt kein Sanatorium. Das ist mir zu teuer. Oh ja, wir haben Rebellen bekommen. Das ist nicht gut. Vielleicht sollte ich die Hochschule schon früher bauen, aber ich kann es nicht. Ich habe kein Geld. Gesundheitswesen führte letztes Jahr zu 5 Toten. Jetzt haben wir aber schon mal einen Arzt. Es ist alles okay. Wie viele Rebellen haben wir denn? Sieht schlecht aus. Bedrohungsstufe Mittel. 2 Rebellen, gerade mal 3 Soldaten. Aber das liegt mitunter daran, dass wir hier keinen haben, der irgendwie neue Soldaten ausbildet. Aber das kommt jetzt, keine Sorge. Und so langsam werden die Hütten hier auch weniger. Die ziehen jetzt alle ein in die Mietshäuser. Alles ist gut. Lasst erstmal die Zeit ein bisschen vergehen. Einige Bürger protestieren friedlich gegen die Regierung, das können sie ruhig machen. Denn ich weiß, dass ich es hinkriege. Allgemeine Zufriedenheit, Religionsqualität 16%. Also da sind sie wirklich am sauersten. Aber das liegt daran, dass wir noch keine großartigen Priester hier auf der Insel haben. Gesundheitswesen ist relativ niedrig, Sicherheit ist sehr niedrig. Ich soll also eine Polizei bauen. Dann machen wir das nicht, weil ich keine Leute habe, die bei der Polizei arbeiten können. Dafür werden jetzt erstmal neue Leute ausgebildet. Meine Tabellen zeigen. Ja, ich soll ein Gourmet-Restaurant bauen, ist klar. Die Leute sollen sich erstmal an den Lebensstil gewöhnen, dass im Moment einfach nicht so viel läuft. Ich brauche erst Kohle, um alles ins Laufen zu bringen. Und wir können endlich eine Biofarm bauen. Na, endlich. Es wurde aber auch Zeit. Die kommt gleich hier vorne mit hin. Braucht weitaus weniger Angestellte. Bringt auch viel mehr an Essen. Und dann ist der Marktplatz auch voll. Haben wir auch schon Bio-Ranches? Nein, immer noch die normale. Aber das wird sich bald ändern. Gut, die Kirche hat jetzt endlich einen Priester. Es wurde aber auch Zeit. Ich wollte Ihnen einige Aufstellungen zeigen. Ja, ja, die Sicherheit ist scheiße, ich weiß. Finanzhilfe haben wir auch bekommen. Und da kommt wieder ein Schiff, holt sich 11.000 ab. Das ist wunderbar, dann können wir nämlich jetzt Bio-Ranches bauen. Yay! Hoffentlich zählen die auch als Lama-Ranch. Ach Gott, die passen bloß da oben hin. Hier unten ist das gar nicht so doll. Wisst ihr was, dann baue ich die hier mit hin. Stört doch keinen, oder? Ich glaube nicht. Dem Geheimdienst zu folgen. Planen subversive Elemente irgendwas. Da hat die USA 2000. Präsident, zerstören sie die Farmen. Nein. Wunderbar. Ich brauche weitere Bio-Ranches. Hoffentlich zählen die. Ansonsten habe ich echt schlechte Karten. Biofarm ist schon mal da. Hat auch neue Arbeiter. Dann können wir jetzt auch weitere Mietshäuser bauen, damit die Leute irgendwo untergebracht werden. Und die kommen dann hier hinten mit hin. Dann brauchen wir da auch noch ein neues Parkhaus. Die Leute fordern Wahlen und El Presidente fordert ihre Stimme. Wählen Sie also El Presidente sonst. Genau, sonst. Ende der Diskussion. Sonst. Einige Bürger protestieren wieder mal friedlich gegen die Regierung. Das können sie ruhig machen, ist gar kein Problem. Ich sorge jetzt für Arbeitsplätze und vor allem für Geld. Das Baubüro kommt kaum hinterher bei all den Projekten, die wir jetzt gerade gestartet haben. Schon mal schön, dass sich einer an die Bio-Ranch wagt. Und dann werden wir uns schon ausweiten müssen.
Bauen wir hier nämlich alles weitere hin. Schlechtes Gesundheitswesen führte wieder zu 3 Toten. Ja, ich brauche dringend eine Hochschule, um meine eigenen Leute auszubilden. Aber wenigstens haben wir jetzt schon mal wieder 4 Soldaten, es ist alles okay. Die Oberschule kommt auch hinterher, wir haben jetzt auch einen Priester. Kriegen noch ein bisschen Geld dazu, dann bauen wir jetzt die Hochschule. Dann steht die wenigstens schon. Sir, die Nachbarinsel hat eine größere Armee. Ja, ja. Stellen Sie 5 neue Generäle oder Soldaten ein, das mache ich. Präsidente. Bla, bla, bla. Gut, die Zufriedenheit steigt wieder, die Religionsqualität geht hoch. Auch die Wohnqualität müsste langsam steigen. Umwelt, naja, könnte besser sein. Aber ich glaube, die Wasseraufbereitungsanlage hat schon so ziemlich alles unter Kontrolle. Auch die Bio-Ranch arbeitet jetzt und hat Tiere. Ein Lama. Da kommt eine Ziege. Da sind schon 2 Kühe. Sieht sehr interessant aus. Liebe und Frieden, Präsident. Ja, Liebe und Frieden. Finanzhilfe ist gekommen, sehr gut. Dann kann ich jetzt nämlich noch mehr bauen. Dann baue ich jetzt erst einmal ein weiteres Baubüro, ansonsten kommen wir nicht mehr hinterher mit den ganzen Bauarbeiten. Die Tropikaner erwarten Waren. Ja, die können sie auch noch lange erwarten. Er ließ mich wissen, wie unglücklich er ist, weil Tropico ihn nicht gebührend verehrt. Schämt euch, Tropikaner, betet! Oder er wird euren Rum in Wasser verwandeln. Oh nein. So, ich brauche jetzt noch einen Holzfäller. Holzfäller da. Okay, dann haben wir soweit alles gebaut, was wichtig ist und was Geld bringt. Und dann können wir demnächst auch die Importe wieder einschalten für die Supermärkte. Auf jeden Fall haben wir genügend Gebäude, dass die Leute erstmal irgendwo untergebracht werden. Salzmine. Salz gibt's nirgendwo, also gibt's auch keine Salzmine. Fertig. Das baue ich selber schnell fertig. Gut, nur noch die Hochschule, dann habt ihr alles fertig gebaut, dann bin ich zufrieden. Dann dürft ihr auch ein bisschen durch die Stadt laufen. Essen haben wir genug. Wir bekommen demnächst auch genug Kohle, weil jetzt so einiges produziert wird. Unter anderem natürlich die Lamas und Ziegenkäse und so weiter. Wir haben schon 3 Lamas, 2 Ziegen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rinder. Ob das wirklich so ins Gewicht fehlt, die Menge, ist fraglich. Aber es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie die behandelt werden, die Tiere. Gut, wir brauchen weitere Straßen. Ziehen wir mal direkt hier lang. Wird hier ein neues Wohngebiet hinkommen. Na, will es da nicht hin? Ach, verdammt! Ich frage mich manchmal, wozu ich eine Straße baue. So, neue Straße. Da. Okay. Unsere Zuhörer sind so gespannt auf Ihre nächste Antwort. Was ist Ihr Lieblingstier? Nun, Miss Flowers, als ich das erste Mal Ihre Insel besuchte, hat mich die Schönheit der Lamas überaus beeindruckt. Sie erinnern mich an meine Mutter. Oh, Lamas. Ich hasse Lamas. Sie sind schlecht erzogen und spucken. Genau wie Mama. Ja. So, wir haben jetzt 52% Zufriedenheit. Damit sind unsere Stimmen auch hochgegangen. Annabella Castillo hat nur noch 11 Stimmen und wir 72. Also, der Platz wurde weit ausgebaut. Der erste Platz. Wo muss ich hin da oben?
Gut. Haben wir schon mal eine Straße, die hochführt? Wozu werdet ihr euch fragen? Natürlich für weitere Stromdinge wie Windturbinen. Eventuell wollen wir auch bald eine Solarstation bauen. Ich glaube, die Windturbinen sind sowieso bald out. Da kommt ein neues Schiff, dann gibt es wieder Kohle. Dann können wir auch die Importe wieder zulassen. Jetzt haben wir ja Kohle, ist ja alles gut. Mein lieber Präsident. Nein, die Zuneigung reicht aus. Die lieben mich über alles hier. Präsidente, ein russischer Dissident wurde vergiftet und ist tot. Nein, die EU ist schuld. Oh, sehr viel Kohle, sehr gut. Und wir haben das SWAT-HQ freigeschaltet. Jetzt muss ich mal gerade gucken, eine normale Polizeiwache gibt's aber noch. Und die bauen wir jetzt auch erstmal, um das Sicherheitsgefühl zu stärken. Glückwunsch, Präsident. Danke. So, einen Hochschulabgänger werden wir noch einkaufen, damit wir dann wenigstens jemanden haben, der dort unterrichtet. Und wir brauchen noch eine Bar zur Unterhaltung. Die hier leider nicht hinpasst. Ach, wie schade. Nicht mal dazwischen. Das ist aber doof. Ich will es ungern neben die Farm bauen. Wenigstens haben wir jetzt wieder Kohle. Ach Gott, bin ich froh. Und an der Oberschule wollte ich gerade sagen, im Supermarkt wird einiges verkauft. Denn wir produzieren ja alles. Wir produzieren Fleisch, wir produzieren irgendwelche Gemüsesachen. Wir brauchen eigentlich noch weitere Farmen, aber die Farmen muss ich nachher hier oben bauen. Das ist schon doof. Aber dann müssen wir durch. So, passt das denn hier hin? Bio-Range. Ja, passt sie. Sehr gut. Machen wir einmal Nummer 1. Am besten gleich ein Parkhaus daneben. Und Bio-Ranch Nummer 2. Dann sind wir wenigstens ein bisschen sicherer und können uns auch endlich um den Rest kümmern. Gerne darf hier oben auch schon ein Gebäude stehen. Das heißt ein Mietshaus an sich. Und wir brauchen natürlich ein weiteres Fuhrparkbüro. Gut, viel Spaß beim Bauen. Kann eine Weile dauern. War es jetzt gerade fertig geworden? Nein, ich werde nicht alle Farben zerstören. Hier hat der Mittlere Osten 5000. 5 neue Parks kann ich gerne bauen, das ist kein Problem. Ein Garten kostet nur 40, das ist okay. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Bitteschön, bitteschön. So, alles gebaut, die Grünen sind zufrieden. Ich bin's auch. Wasseraufbereitungsanlage hat hier wesentlich mehr Probleme als dort oben. Obwohl anfangs der Schwerpunkt hier oben lag. Aber es arbeiten auch nicht genug Leute daran. Im Ausgangslager liegen bei den verschiedenen Rohstoffexperten nichts. Das neue Haus des Herrn hat seine Tore für alle Gläubigen geöffnet. Vater Esteban, dies ist eine Bar und keine Kirche. Ich weiß, aber wir müssen auch moderne Wege gehen, um seinen Namen zu preisen. So, jetzt soll ich noch 2 Präsidentenmuseen besitzen. Bauen wir hier oben auch noch eins. Obwohl, nee. Hier unten wird das nächste große Gebäudekomplex stehen. Sagt man eigentlich der nächste große Gebäudekomplex? Ich glaube ja, ne? Wie sieht's aus mit Unterkünften? Wir haben schon die modernen Apartment-Blocks. Die nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit rein, erforschen sie. Aber sie sind sehr teuer zu bauen. Dafür steigt die Wohnqualität ins Unermessliche. Hier oben will gar keiner hinziehen. Warum nicht? Ist doch so schön hier. Ach ja, ich soll mich nur um die Armee kümmern. Was, ich habe -2? Tatsache.
Wir haben allgemein viel zu wenig Einwohner. Warum? Habe ich irgendwas getan? 14.000 liegen da noch bereit. Ich glaube, ich baue mal eine Einwanderungsbehörde. Ministerium brauchen wir auch. Stellen wir auch schon mal hin. Gott, wo denn am besten? Ja, kommt hier mit hin. Neben das Präsidentenmuseum. Einwanderungsbehörde. Außenministerium ist auch wichtig, natürlich. So, Einwanderungsbehörde, bitte. Danke. Kommt hier vorne gleich mit hin. Wir haben zwei Baubüros. Die sind erstmal eine Weile beschäftigt. Das dauert noch eine Weile. Und wir haben so wenig Leute, dass die Häuser wirklich alle nicht mal voll belegt sind.